Im Kreis Recklinghausen soll der Unterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik künftig praxisnäher gestaltet werden. Dazu schloss das Bildungsbüro des Vestischen Kreises einen Kooperationsvertrag mit dem Zentrum Zukunft durch Innovation in Mahl. Wie jetzt auf einer Fachtagung am Hans-Böckler-Berufskolleg in Recklinghausen können sich Lehrer und Erzieher über praxisnahe Projekte informieren, mit denen sie bei Schülern das Interesse an diesen sogenannten MINT-Fächern wecken und sie so spielerisch für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Gerade in diesen Bereichen klagt auch Landrat Kai Süberkrüb vom Kreis Recklinghausen über einen spürbaren Fachkräftemangel.